sind wir? Jetzt sind wir beim Orakel. Und allein das Ding hier sollte uns jetzt schon sagen, dass das Spiel ab hier einen etwas interessanten Turn nimmt. Aber gut, unsere Helden lassen sich davon nicht einschüchtern. Sie haben jetzt schon Leben und Tod gemeistert, töten Drachen und Titanen. Da schüttert sie nichts mehr ein. Also, da lang. Gang ist schräg. Sehr komisch. Okay, da ist der Eingang. Blau, braun, hellblau, rot. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gehen wir rein um. Also wir kommen hier rein, wir gehen rechts rum in den türkisblauen breiten Gang. Du buff bitte mal durch. So. Nee, da gehört was hin, aber das haben wir noch nicht. Vielleicht müssen unsere Helden doch am Anfang diese Schalltafel da benutzen. Also gehen wir zurück. Durch den Gang, wo wenn man vorwärts geht, man schräg geht. Garstiges Ding. So, Gerogam. Dann touch mal drauf und mach nichts kaputt. Energie ein. Status alle Systeme heruntergefahren. Alle Systeme betriebsbereit. Aha. Und es wart Licht. So, jetzt können wir das Ding da vorne wahrscheinlich benutzen. Das da. Klick. Jo. Standby. Hallo? Das Orakel. Ich habe dich schon erwartet. Kristall von Terrax. Speicherkristall Alpha. Einsiedlerinsel. Oh, wo ist mein Zettel? Zack. Also. Alpha. Einsiedlerinsel. Beta Kriegsspire. Jetzt wird er alle Sachen auflisten, die für uns bisher zu schwer waren. Kriegsbeier. Delta ist Darkmoor. Das mit den Augen. Delta, genau. Und Epsilon ist Alamos. Das war diese Magierakademie auf der Insel. Damit sie da Experimente machen, die dann die Bevölkerung nicht behelligen. Speicherkristall. Lege die Speicherkristalle in die oben angebrachten Module. Alle 4 Kristalle sind nötig, um das Orakel zu aktivieren. Okay. Das heißt, das war quasi gerade nur eine Erklärung, wie wir das Orakel aktivieren. Das war nicht wirklich das Orakel. Aber gut, wir sollten hier einen Sprungpunkt setzen. Du... Leuchtfeuer. Setzen... Oberste Tempel von Bar brauchen wir nicht mehr, richtig? Ich glaube nicht. Haben wir übrigens schon 9 Monat? Ja, wir haben Februar. Die Nikolai-Geschichte regt mich immer noch auf. Also ja, den wollen wir finden. Dann jetzt die 4 schweren Sachen da abklappern. Und zwischendurch... Die ganzen Toten. Zwischendurch vielleicht noch mal ein paar Drachen, Hydras, Titanen töten, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Denn die 4 Dungeons, die uns das Orakel und die Anleitung des Orakels uns gegeben hat, sind doch ganz schön happig. So, Stufenanstieg. Da war einer, 2. Jetzt müssten wir 14. Februar. Dauert noch. Aber ich glaube, ich reise mal ein bisschen hin und her. Einfach nur, damit Zeit vergeht. Leeres Fass. Und guckt immer mehr als die uns bekannten Dinger nochmal ab. Geschlossen. Komm schon. Willkommen. Aha. Blank und hiss die Segel. In Mist war gar nichts mehr von Interesse, ne? Nö, da hinten war noch was.
ein Fass mit lilaner Flüssigkeit. Das können wir kurz mitnehmen. Klick. So. Und die Bahnhänger, die können ruhig da bleiben. Willkommen an Tape, die Planke und hisst die Segel. Iron Fist. Nee. Nicht genug Nahrung. Willkommen an Bord, heb die Planke und hiss die Segel. Kann ich irgendwas Längeres nehmen als Mist? Willkommen an, heb die Planke und hiss die Segel. Er wird sich auch wundern, was zur Hölle machen die ganze Zeit? Warum fahren sie immer hin und her? Obwohl, es wird ihm nicht wirklich nahe gehen, denn wir bezahlen ja jedes Mal. So, Pack, schlafen, schlafen. So. Du. Bring uns zurück nach Schmugglerbucht. Zirkus ist weitergezogen. Töten. So. Ruhe im Schacht. Du. Sumpf der Verdammten. Niemand ist da. Zirkus ist weitergezogen. So. Jedes Mal, wenn wir keinen Zirkus finden, samt Nikolai, zerstören wir die Welt. Du. Ich vergesse es jedes Mal. Blackshire war es. Hufeisen? Nein. Du bitte fliegen. Komm schon. Nein. Dann halt wieder die Welt zerstören. So. Unser Zorn lässt die Welt erbeben und die Gegner ignorieren das. Das heißt, jetzt Leuchtfeuer zurückrufen, Kriegsbeier. Au. Wir sollten den Spumpunkt anders setzen. Und den Kriegsbeier gucken wir einfach mal so ganz vorsichtig in das Schloss rein. Also ja, es ist übel. Wir wurden hier schon einmal rein teleportiert und da waren Drachen und diese komischen Fliehviecher und was weiß ich. Problem damals war allerdings, dass wir zu hektisch reingelaufen sind und dann ganz viel auf einmal gepult haben. Wenn wir das Ganze vorsichtig angehen, dann könnte das glatt klappen. Aber erstmal da unten töten. Meteorring. So, kaputt. Müssen unbedingt schlafen, bevor wir reingehen. Ich weiß nicht. Oh. Noch was? Nein. Schlafen, schlafen. Du bitte Tag des Schutzes, du bitte Tag der Götter, du bitte fliegen. So, und eigentlich müssten wir hier oben jetzt alles töten. Sonst können wir unten nicht schlafen. Kommt mal her. Alle schön zusammen. Die, die. Genau. Du, das da. Das klappt so nicht. Warum fliegst du nicht hoch? Fliegen. So, wir sind zu hoch. Das finde ich auch komisch, dass es diese Höhenbegrenzung gibt beim Fliegen. So, flieg. Enter. Meteorregen. Sternfeuer. Weg mit euch. Meteorregen. Husch. Kulla. Dann halt so. Weg mit dir. Husch. Weggerutscht. Ganz doof, wie die da oben drauf zu kämpfen. Komm runter. Da bist du. Also mögen zwar Meister über Leben und Tod sein. Was im Töten zieht sich manchmal ganz schön. Ja.
Hallo. Und dich und dich. Die sind alle schön nah beieinander. Das ist gleich ein viel besserer Ort für sowas. So, baue ich nochmal. Nicht genug Zauberpunkte, das ist nicht gut. Du, weg mit dir. Gold, 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 Gold. So, einer ist irgendwo noch. Der muss weg. Du da. Genau, das sind zwei? Nee. Na gut, davor kannst du nicht weglaufen. Nö. Oh, es war knapp. Beinahe wäre er gekommen. Daumen, 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 Daumen. So, der Brunnen war, glaube ich, was Gutes. Also schlafen wir. Machen Licht. Machen Schutz. Machen Schutz. 40 Rüstungsklasse. Die beiden Damen brauchen noch einen Moment. Mal kommen. Mal kommen. So, können wir irgendwo sehen, wie lange die Rüstungsklasse anhält? Ah, nee. Du hast schon Tagesschutz gemacht. Du schon in der Kraft. Und dann gucken wir mal. Wir werden sehr häufig rauslaufen müssen, denke ich. Du überschreib mal bitte deinen Sprungpunkt für Kriegsbeier. Auf. Das hier. Okay. Hört schon mal übersichtlich an. Wir werden nicht reinlaufen. Nicht bis die hier tot sind. Enter. Weg. Summe mit der Runde ist sehr irritierend. Weg, 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 weg. Okay. Oh. Hufeisen. Sehr schön. Du wolltest das Spiel noch verzaubern. Wie schaut's mit Skills aus? Lernen wollten wir hochbringen. Nee, wollten wir aufbewahren. Was ist das da oben? Leerer Käfig. Kommen wir da rein? Springen? Nicht wirklich, nein. Okay. Dann halt den regulären Weg. Hallo. Oh. Agas Haustier. Das sind ganz schön viele Sackgassen, die keine Sackgassen sind. Und Kisten, die keine Kisten sind. Zur Hölle sind wir. Hufeisen. Also das ist schon mal sehr schick. Kann verzaubert werden. Kann angezogen werden. Kann verkauft werden. Mehr drin? Jupp. Aber das ist nicht wirklich viel wert. Also diese kleinen Räume. Oh. Gehen ja noch. Aber das da unten rechts. Das könnte problematisch werden. Aber kommen wir irgendwie ran? Ja, hier. Also da unten rechts, wo die ganzen roten Punkte sind. Das ist nämlich genau der Bereich, wo wir rein teleportiert wurden. Von diesem Bogen.